Oh, wo ist sie das? Udon. Nein, Spaß. War doch nur ein Spaß. Leute, ihr Lieben, heute gibt es was japanisch angehauchtes. Wir machen eine Udon-Nudelsuppe auf Miso-Basis mit Pak Choi. Ich freue mich drauf. Geht super easy und schnell. Womit starten wir? Mit den Pilzen. Und einmal muss ich ganz kurz Danke an den lieben Andi sagen. Schaut euch mal dieses unfassbar schöne Messer an. Das hat er selbst gemacht mit dem Janina & Food Logo und extra alles aus Holz selbst gemacht. Vielen, vielen Dank, lieber Andi. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Ich habe ja sowieso, nachdem ich mal mein eigenes Messer in Japan gemacht habe, einen wahnsinnigen Fable und weiß, wie viel Arbeit das ist. Deswegen Dankeschön. Und jetzt schaue ich mal, wie scharf das ist. Oh, alter Verwalter. Ich weiß ja, man muss ja eigentlich diesen Test machen mit einem Blatt Papier. Und wenn es dann sofort irgendwie in der Mitte durchgeschnitten wird, dann ist es richtig scharf. Aber ich sehe es ja hier dran, es ist auf jeden Fall unfassbar scharf. So, haben wir hier auf jeden Fall Kräuterseitlinge. Dann haben wir Shiitake-Pilze. Und da werde ich jetzt mal so eine bunte Mischung hier nehmen. Ich habe es auch eben gerade schon hier gesagt, es ist so krass, ich habe manchmal so ein Fernweh nach Japan. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass ich da war und auch wenn ich mir so das Buch anschaue, wir können ja mal ganz kurz ein, zwei Seiten vom Buch, wo es um Japan geht, uns anschauen. Dieses Bild ist zum Beispiel in Japan entstanden. Schaut mal hier, Streetfood in Japan. Und immer wenn ich was Japanisches koche, ist es irgendwie so, das ist ein Teil von mir dort. Konomiyaki. Weihnachtsmarkt und so weiter und so fort, aber ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben. Weiter geht's! Es wäre auch schön, wenn ich mir jetzt in den Finger schneiden würde. Danke, Andi. So, das reicht mir auch schon. Und nun gebe ich ein wenig Sesamöl in den Topf. Den Ingwer und den Knoblauch werde ich hier auch noch schön klein schneiden. Das haben wir. Huiuiuiui. Alright, so, jetzt werden unsere Pilze scharf angebraten. So nach und nach. Komm rüber! Noch ein bisschen Sesamöl und jetzt gebe ich den Knoblauch und den Ingwer dazu und lasse den schön mit anrösten. So. Nun geben wir unsere Miso-Paste in den Topf. Sojasauce und gießen das mit unserer Brühe auf. Das hier sind unsere original japanischen Udon-Nudeln. Ihr müsst mal schauen, ob ihr welche bei euch im Supermarkt findet. Ansonsten müsstet ihr leider in den Asiamarkt oder sie irgendwie im Internet bestellen. Oder ihr macht es einfach mit ganz anderen Nudeln. Also lasst euch da nicht einschränken, wenn ihr alles andere findet, aber die Nudeln nicht, dann guckt einfach, ob ihr es mit Glasnudeln macht oder mit anderen asiatischen Nudeln, mit Reisnudeln. Aber Udon-Nudeln sind halt schon einfach sehr, sehr lecker. Mmh. Lecker. In der Zwischenzeit schnappe ich mir auch schon den Pak Choi und ein wenig von den Frühlingszwiebeln. Und bei dem Pak Choi mache ich es ganz einfach so, dass ich den so viertel und gebe den dann einfach so mit in die Suppe gleich. Der wird auch nur ganz kurz darin blanchiert. Die Frühlingszwiebeln für oben drüber. So, ein bisschen die Temperatur hier runter. Dann kommen die Nudeln in den Topf. Die brauchen auch gar nicht lange. So. Ach,
Ich habe doch extra meine Stäbchen aus Japan hier, meine Kochstäbchen. Ich dussel. Ich kann damit auch gar nicht so gut umgehen. Jetzt kommt der Pak Choi auch noch kurz mit rein. Aus die Maus geben unsere Pilze obendrauf, schwarzer Sesam und Kresse und fertig ist unsere Udon-Nudelsuppe mit Pak Choi und Pilzen. Da-da-da-ding-da-ding. Lecker. Mmh. Ist das köstlich. Ist wirklich Japan-Feeling für zu Hause. Und selbst wenn ihr gar keine Udon-Nudeln findet, macht ihr es einfach ohne. Also, ihr Lieben, macht es nach. Und wenn ihr das nachmacht, Hashtag Janina in Food, dann kann ich die Bilder sehen und dann können wir die auch teilen. Und darüber freue ich mich immer sehr. Und wenn ihr irgendwie Input habt, was ihr da noch mit reinmachen würdet, auch das immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.